Warum ist das Schulzimmer im Haus? Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Ja. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Aber ich frage mich trotzdem, warum? Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Ist das Schulzimmer in unserem Haus? War der nicht immer viel größer? Der Schrank. Ach ja. Puh. Können wir den, ich meine, benutzen? Nein! Achso. Ich meine, nein. Okay. Ja, dann schauen wir mal das Fenster. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. War da früher nicht irgendwie ein Rummelplatz? Wo ist der Jahrmarkt, von dem du mir erzählt hast? Der ist wohl weitergezogen. Und der Eisladen? Muss zugemacht haben. Und der See? Umgekippt. Merkwürdig. Wir sind wahrscheinlich direkt vor unserem Zimmer. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Ja, dann benutzen wir sie doch mal. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Nein! Ein weiteres Fenster. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Ja, das sind die Polizeiautos. So eine Tür. Zu. Was? Zu. Nein! Nein! Da muss ich mit der Zange ran. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ach so. Dann mit dem Feuerzeug. Wir könnten uns ein Loch in die Tür brennen. Ja. Na los, worauf wartest ja. du? Auf Plan B. Ach so. ja, gut. Plan B, Polo, Schlenke. Pock. Schade. Okay, dann gehen wir wieder runter. So, ich dachte mir jetzt eigentlich, dass da unser Zimmer sein müsste. Was haben wir jetzt nicht gemacht? Den Salon haben wir, da waren wir drin. Können wir irgendwas mit hier mit dem Dingens machen da? Gemälde. Lass uns die Wände nach geheimen Räumen abklopfen. Ja. Ich würde gern erst einmal die nicht geheimen Räume abklopfen. Haben wir schon. Mein Zimmer zum Beispiel. Ja, aber da kommen wir nicht ran. Hier haben wir früher mit Alfred Fingerkloppe gespielt. Da! Man kann die Spuren des Hammers noch unter dem Staub erkennen. Und natürlich probieren wir hier, die Verandatür einzuschlagen. Nein. Dieses Fenster ist das letzte Bollwerk gegen die böse Welt da draußen. Oh. An hier sind die Kerzen kaputt, aber da können wir eh nicht interagieren mit denen. Aus der Pflanze Spiegel. Wir können da nichts machen. Gucken wir mal nochmal in die Küche. Spüle, Tür, Topf, Hintertür. Da können wir ja auch nicht raus, oder? Zu. Ja. Da liegt etwas, aber da können wir auch nichts machen. Müssen wir vielleicht doch hier Marmelade, Farbdose, Nägel. Moment. Ja, vielleicht müssen wir ja doch hier irgendwas nicht benutzen. Die waren schon. Ja, nehmen, meinte ich. Die waren schon. Achso. Hier nehmen, da Farbdose. Meine Lieblings... Oder ist da irgendwo... Nein. Oh, grau. Ich darf das Zeug nicht so schnell wegdrücken. Ja, ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Ach nee, sei nicht so negativ, Edna. Hier vielleicht? Kriege? Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Okay. Können wir den Ofen benutzen? Sehr gut. So, okay, dann werden wir... Komm, können wir einen Scheit benutzen? Mir ist nicht wirklich kalt. Ja, aber... Ob das an den Medikamenten liegt? Ja, aber Edna, wir haben Feuerzeug und können wir das? Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt Achso, werden. Aber der Ofen vielleicht? Hier so, da, ne? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Ja, und er brennt. Wie cool ist das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Können wir jetzt irgendwas verbrennen? Den Spaten. Ich habe eine Schippe, aber ich sehe keine Kohlen. Achso. Können wir jetzt einen Holzscheit benutzen? Mir ist nicht wirklich, ob das an den Medik... Ja, können wir eins nehmen? Nein, ich will die... Ich will hier irgendwas verbrennen im Ofen. Das ist doch wahrscheinlich nicht ums... Den haben wir doch wahrscheinlich jetzt nicht umsonst anzünden können, oder? Autsch! Ja, du bist doof. Können wir da nochmal raus? Ja, das geht. Okay. Können wir hier raus noch irgendwas machen?
Moment, den Schlüssel haben wir da abgebrochen. Können wir jetzt mit der Zange den abgebrochenen Schlüssel da wieder rausnehmen? Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Zerbrochener Haustierschlüssel. Okay. Können wir mit dem eventuell oben aufsperren? Oder können wir, Moment, hier? Den stecke ich da so best... Ach so. Können wir den kombinieren mit... Guck mal, alter Haustürschlüssel. So sieht ein funktionierender Schlüssel aus. Genau. Nur damit du es mal gehört hast, ne? Können wir da vielleicht da? Jetzt ist er wie neu. Außer, dass er immer noch kaputt ist. Ach ja. Ich dachte mir schon, was, warum, wieso, weswegen? Mit dem Feuerzeug vielleicht? Die Scherben sind bereits gebrannt. Ach so. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht so. Hast du gesehen, wie ich den Schlüssel mit der Zange aus dem Schloss geholt habe? Es war ein Genuss, dir dabei zuzusehen. Okay, ich glaube, hier können wir vorerst nichts machen mit dem Zeugs, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, und rein bei die Kellertür. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Schlüssel vielleicht ganz oben was machen können. Moment mal, wir schmelzen wieder auf einen zusammen. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Ja, Lehm und so ein Zeugs, oder? Hier, den Generalschlüssel. Wie ging das noch gleich richtig? Nö, vielleicht hier so. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Goldschlüssel im Topf. Oh, Tragik. Einer muss sich opfern, damit der andere lebt. Oh ja. Dabei hätten sie gute Freunde werden können. Was? Basteln wir uns jetzt? Gut. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Und jetzt haben wir hier... Was? Können wir jetzt den Schlüssel da reintun? Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauche noch irgendetwas. Ja, wir bräuchten noch Lehm oder irgend sowas, oder? Hast du gesehen, wie... Ja, nee. Können wir das noch nehmen hier? Autsch! Ach ja, ich bräuchte vielleicht die Topflappen wieder. Hier, so. Kinder, das Gold ist fertig! Yay! So, und jetzt haben wir hier ein dampfender Topf. Können wir den jetzt reinwerfen einfach so? So kann ich den nicht reparieren. Ach so. Können wir dann... Wie könnten wir den hier so? Den Spaten vergolden? Nicht ganz. Später vielleicht. Ja. Hier vielleicht so. Das war jetzt ganz klug, ne? Hier vielleicht so. So kann das haben wir eh schon probiert. Wir bräuchten jetzt irgendeine... Was haben wir denn hier so herum? Kriechölmarmelade? Moment, Marmelade. Die ist so haltbar. Ja. Ich glaube, mittlerweile sind... Okay. Farbdosen, Nägel, Karton, Tücher, Fenster, Feuerholz. Können wir den Schlüssel mit dem Feuerholz eine Form draus machen? Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt werden. Haben wir hier irgendwo Lehm herumliegen? Das Zeug hier im Regal ist live genauso nutzlos wie in der Rückblende. Ach so. Aber wenn das so ist. Haben wir hier irgendwo... eine Pflanze. Moment. Was? Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Ja, der Regen von draußen. Komm, wir machen das Ding kaputt. Da muss niemand mehr nach. Da fällt mir ein. Zählen ab. Ja, ich darf das nicht. Ich bin so drin, ich darf das nicht wegklicken. Das geht nicht. Wenn ich umrühre, befreie ich damit Millionen giftiger Sporen. Das spare ich mir lieber für meinen Geburtstag auf. Yay, Geburtstag. Hier? Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Oh ja. So. Haben wir hier irgendwo Mäntel die Pflanze nach oben? Wir haben ja hier nirgendwo Lehm, oder? Haben wir hier irgendwo Lehm oder etwas anderes, was ich als Form für den Generalschlüssel verwenden kann? Die Kerze eigentlich normalerweise, oder? Mein Vater hat manchmal das solche... Ja. Schlüssel? Mathes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Nein! Zünde sie an! Machen hier Gold. Das klappt so nicht. Ja, du Edna, probier's zumindest. Zünde sie an. Ich zünde sie für Mathis an. Später. Ja, das haben wir schon. So.
Gut, da können wir dann auch nicht. Wir bräuchten jetzt irgendwas, was wir als Form verwenden können für die Kerze. Flur, Wanne, Hahn, Waschbecken, Spiegel. Wir könnten das Gold jetzt einfach abkühlen. Das klappt so nicht. Den Schlüssel vielleicht in die Wanne rein. Diese Wunde muss nicht Ach ausgewaschen so. werden. Okay, da haben wir dann auch nichts. Im Schulzimmer ist ja auch nicht wirklich was. Moment. Gehen wir nochmal nach oben. Die Vase. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Ich bin mir nicht so sicher. Da kommen wir klopfen die mal kaputt. Da muss niemand Ach mehr. so. Können wir den Schlüssel hier in die Erde reindrücken? Mathis hatte den Schlüssel ursprünglich immer in den Begonien versteckt. Aber der Gärtner ist nun mal immer der Mörder. Ach so. Können wir mit dem Schlüssel jetzt hier vielleicht da, ne? Den stecke ich da so bestimmt. Gut, er würde wahrscheinlich passen. Aber was, wo können wir da etwas finden? Tja, so, gucken wir mal nach unten. Was haben wir hier vergessen? Wir haben hier im Haus nirgendswo. Nirgendswo, ja, haben wir da was. Ja, gucken wir mal nach draußen. Vielleicht finden wir ja draußen irgendwas Tolles. Oder auch nicht, man weiß es ja nicht genau. Wir haben ja, das Gold haben wir ja schon. Wir brauchen nur eine Form. Moment, jetzt lassen wir mal kurz überlegen. Wir brauchen für eine Form, brauchen wir ja Ton. Gehen wir mal hinters Haus. Zum Schuppen nochmal und schauen wir mal kurz in den Schuppen da. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja, genau so. Und rein, haben wir da irgendwo Ton? Rad, Farbtopf, Tür, Schneeschaufel, Haken, komisch. Ne, gut, dann. Nach vorn. Hier haben wir ja nur die kaputten. Ah, Scherben, Moment mal. Sind das Tonscherben? Er hat angefangen. Können wir die nehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Juhu! Was? Okay. Was haben wir jetzt hier? Tonscherben, aber die sind ja noch, oder Habi? Guck mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Ja. Selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Er sagt doch nicht sowas. Das ist nur die Frage, die müssen wir jetzt irgendwie einfeuchten eventuell, oder? Haben wir da hier da so? Ah, das Fass, Moment. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Können wir hier? So habe ich früher immer Golems Ja, geknetet. ah. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber Genau, ich der glaube, ich lügt. kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ja, wunderbar. Und wir haben feuchten Ton. Und natürlich nehmen wir hier den Schlüssel Ich mit dem mache einen feuchten Abdruck, Ton. indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Ja. Prima, das hat geklappt. Boah, wir sind so gut. Also die Ätna ist wirklich. Und hier gießen wir jetzt das Gold schnell rein. Komm hier. Okay, einen Abdruck habe ich schon mal. Wie ging das noch gleich weiter? Ja. Du musst das Gold hier reingießen. Okay, wie ging. Hier? Was? Wenn ich die Wahl zwischen dem Abdruck des Schlüssels und dem der Zange hätte, dann würde ich mich für den Schlüsselabdruck entscheiden. Ja, genau. Ich nehme Tor 3. Tja, leider der Zong, Kaveh. Oh. Ja, kennt keiner mehr. Ne? Was war das? Der Preis ist heiß, glaube ich, oder so. Moment, wir legen die Tonfarbe jetzt in den Ofen, oder? Was einmal geklappt hat? Ja. So, gut, jetzt können wir das Ding wahrscheinlich mit der Vielleicht Zange. werde ich ja später mal Goldschmied. Wer weiß. Haben wir das Ding jetzt wieder? Ja, nimmst du das wieder raus? Nehmen. Autsch! Ach Gott, ja, gut, dann nehmen wir eben die magischen Topflappen des Bienenmanns. Ja! Ah, stimmt, wir mussten es natürlich zuerst brennen. So, und jetzt Gute Gold rein. Idee. Ich schütte das Gold in die Form. So, dampfende Form, das müssen wir jetzt immer noch abkühlen. Das geht wahrscheinlich auch draußen im Wasser, oder? Hier so, ne? Wasser. Ja, sehr schön. So, wir haben eine abgekühlte Form mit dem Poloschläger. Ja, das sollte klappen. Genau. Wiki, mein eigener Haustürschlüssel. Mein So. Vater wollte nie, dass ich einen Ja. bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer.
Ah. Juhu. Ein Schlüssel, sie zu öffnen. Sollen wir das probieren hier? Haustürschlüssel nochmal? Ah, cool. Ich dachte mir, den brechen wir jetzt wahrscheinlich wieder ab. Das wäre es gewesen. So, und offensichtlich können wir damit... Komm, wir machen hier die Tür auch auf, damit sie offen ist. Okay, also der Schlüssel wäre sowieso abgebrochen. Okay, egal welche Tür wir probiert hätten, der Schlüssel wäre definitiv abgebrochen. Auch bei unserer Tür oben. Und wir gehen nach oben und gucken in unser Zimmer. Spannend. Ach, hey. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Ja. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Mir hat die erste Variante besser gefallen. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Hauf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelung zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Dieser Alfred. Diese kleine Mistkröte. Genau. Ignoriere ihn einfach. Ja. Lass uns lieber das Tagebuch finden. So, wo könnte das sein? Schrank, Tür, Tagebuch. Moment. Achso, das müssen wir... Aber wie ging das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Achso. Ach stimmt, wir müssen zuerst auf Harf umschalten. Harvey! Wir können das hier alles ansehen. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Oh. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Oh, du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Oh, komm, wir benutzen die Tür. Das muss ja gehen. Zu. Was? Warum? Schrank? Können wir den benutzen? Oh. Ja, toll. Machen wir besser wieder zu. Schrank? Ja, genau. Geh zu. Nein, du sollst die wieder zumachen. Fenster? Benutzen? Ah, ach so. Okay, wir machen das ganze Zeugs auf. Was haben wir hier noch? Den Korb. Und Harvey soll da dann überall reinstolpern. So, weil wir können da ja nicht reingehen, ne? Hier, The Whispered World. Ein anderes Spiel von Daedalic. Ein Elefant. So. Gut, dann schalten wir mal um auf Harvey. Gut, und Harvey, ja, wir werden hier mal einfach mal alles einklauen, was wir so finden. Die Tür natürlich auch, den Schrank auch. Aber wir können, Moment, wir können, nee, in den Schrank, das ist interessant, in den Schrank können wir nicht, aber zum Fenster können wir raus. Nein, bleib hier, den Elefanten nehmen wir mit, den Korb nehmen wir mit, wir können da nicht rein, das finde ich schade. Edna nehmen wir natürlich auch mit. So,
Edna? Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Das sehe ich auch so. Und hier die Tür vielleicht? Was sagst du zur Tür? Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Voll motiviert, das Mädel. Hey, Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Wie unhöflich. Hey, Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Ach so. Und hier der Korb? Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Oh, der Wäschetümmler. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Ach so. So, und raus. Harvey kann mich raus. Ah, guck mal. Ein Specht. Ja, komm, den nehmen wir natürlich mit. Wir schauen in dieses Fenster rein. Der Alfred. Können wir den Alfred hier mit? Der, na, hier, Specht? Nö. Was? Der Specht ist wieder weg. Ach, hey. So, gut, dann nehmen wir, ja. Nehmen wir den Specht nochmal mit und dann schauen wir mal, was wir Edna sagen können über Alfred. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Vielleicht können wir mit dem Specht was machen. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ja, dann mach das doch. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Moment, Edna? Wir können mit Edna nicht durch das Fenster. Ja, bitte? Reden? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest, Edna hat Hausarrest. Lass das, okay? Was? Moment. Kann man in den Schrank rein? Komm mit, Harvey. Ah. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Du musst nachsehen, Alfred. Und wir schließen das Fenster. Oder gehen aus der Tür, das geht natürlich hey! Auch. Hey! Zack und oh. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss, du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. So. Okay. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ach komm, das ist nicht so schlimm. Wir nehmen die Haus... Hallo? Ich kann die nur anziehen. Da komme ich wohl nicht lang. Musst du auch nicht nehmen. Warum kann ich das Zeug setzen? Mathis Mantel hängt hier noch. Komisch, ich kann das Zeug hier nicht mitnehmen. Können wir den Elch mitnehmen? Auch nicht. Gut, ich kann ja das Zeug weißt mal anziehen. Weißt du, wo Mathis steckt? Also wir müssen ja nur Mathis finden. Wir müssen ja nicht Erinnerungen wachrütteln oder so. Oh, guck mal, ein Gemälde. Das Gemälde hilft mir gerade gar nicht weiter. Ja, aber es ist schön anzusehen, oder? Ist das Mathis dort draußen? Ja, komm. Ist das Matt? Ja, dann geh doch raus. Ist das Matt? Na, sollten wir vielleicht gucken, ob wir vielleicht doch raus können. Obwohl, wir kommen ja nicht raus, ne? So, oder doch vielleicht hier durch die Küche? Wow. Ah! Warum? Warum? Was war das, Alter? Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht?
Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Das ist eine gute Frage. Topf? Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Ja, das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Hintertür? Die ist wie immer zu. Nein. Kellertür. Oh mein Gott. Edna, Edna, Edna. Oder? Na, kommt es jetzt? Ah! Edna, Edna, Edna! Natürlich. Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattes verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Das ist eine gute Frage. Ich verstehe das nicht. Eben gerade war Mattes doch noch hier. Kann man jetzt hier was mitnehmen? Nö. Feuerholz? Hier vielleicht? Keine Zeit. Ich muss Mattes finden. Hier? Ah, Fenster raus. Okay. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Es bleibt spannend. Oh, gucke mal. Der Mattes. Der kleine Schlingel. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattes. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Wir gehen hinter das Haus. Oh mein Gott, was wird uns hier erwarten? Natürlich. Oh, Mattes wird bestraft. Vom Satan höchstpersönlich. Ah! Was? Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Okay. Netter zu Alfred? Dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte!
Er soll mich loslassen! Petzen. Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Dieser Nicht Alfred. Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Nein, tu das... Oh mein Gott! Nein, Edna! Ich finde das Bild cool. Und hat Edna Alfred jetzt getötet? So war das also. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Nein. Es geschah im Affekt. Nein. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh. Oh. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Nein. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein, was soll ich denn bloß tun? Höre auf Dr. Marcel oder höre auf Harvey. Müssen wir diese Entscheidung jetzt echt treffen? Der Harvey hat uns das ganze Spiel lang begleitet als treuer Freund, auch wenn er nur eine Projektion unseres Unterbewusstseins ist. Der Dr. Marcel hat uns in dieser Zelle eingesperrt und uns quasi misshandelt und alles Mögliche, nur weil er uns heilen wollte mit irgendeinen dubiosen Mitteln. Ach komm, ja, das Spiel ist so verrückt, ich höre natürlich auf Harvey. Oh, der Poloschläger. Und der Doktor ist vermutlich jetzt auch Geschichte, oder? Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Moti ging allein zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hat. Ja, gut, also das scheint jetzt Edna Bricht aus gewesen zu sein. Ja, von Daedalic Entertainment, ne? Pokis Edna Bricht aus. Ja, doch,
ein recht witziges Spielchen, muss man sagen. Ja, es hat mir durchaus Spaß gemacht und vor allem, dass man alles mit allem kombinieren kann. Ja, ist ein witziger Gag, vor allem mit der Ketchup- und Senftube, die man auch überall beschmieren kann. Was? Ah ja, okay. Ist auch recht interessant. Und das ist wirklich, also das ist eine Seltenheit bei Adventures, dass man wirklich alles mit allem kombinieren kann. Das macht das Spiel eigentlich auch irgendwie aus. Wobei ich sagen muss, gegen Ende war mir das dann einfach zu viel. Man hat es gegen Ende gemerkt, ich wollte einfach ein bisschen Process machen bei dem Spiel, dass wir halt auch irgendwann mal fertig werden damit. Und deshalb, ja, haben wir da dann das auch gelassen, das alles mit allem kombinieren. Aber das kann ja jeder, wenn er Lust und Laune hat, kauft euch das Spiel selber, kostet gar nicht mehr viel auf Steam, glaube ich, ein paar Euro, ja, wenn überhaupt. Und es ist auch bei diversesten Daedalic-Bundles dabei, also wenn euch die anderen Games von Daedalic interessieren, kauft euch so ein Bundle und da ist Edna bricht aus in der Regel dabei und dann könnt ihr das auch selber spielen und erleben. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Wirklich witzig, weil er hat ein paar Lacher mit dabei. Es ist nie zu schwierig, aber auch immer ein bisschen fordernd zumindest. Ja, man muss ein bisschen mitdenken, was man mit was kombinieren kann. Ich finde, es ist nie etwas Unfaires dabei beim Kombinieren, muss man dazu sagen. Also alles in allem, ja, doch ein sehr, sehr nettes Spiel. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. So, ja gut, die Credits, glaube ich, die sind bald vorbei und ich lasse euch schon mal mit den Credits alleine. Sag vielen Dank fürs Zusehen dieses Let's Plays und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bei einem anderen Projekt irgendwann mal wieder. Vielen Dank, Leute. Tschüss. Hört die Musik noch von den Credits. Bis sie aus sind. Und eine neue Musik anfängt. Oder auch nicht. Das Edna Jingle. Da 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 da